Hallo, hier ist der Martin von Money Monkey. Ist das die DAX-Analyse für nun Dienstag, den 30.03.2021? Damit ja noch ein Tag und dann ist der März zumindest mal zu Ende. Dann geht es in den April rein. Bin da weiterhin recht zuversichtlich, dass wir vielleicht auch schon im April ein bisschen Gegenwind mal bekommen können. Anders als das in Monaten ist, wo die Monate davor halt nicht krass so durchpowern. Na, dann zieht meistens der April nochmal hinten richtig so einen Lutscher raus. Und damit der Markt dann ab Mai halt ein bisschen abkippeln kann oder in Juni rein anfällt, ne, bevor er dann in den eher schwächeren Sommer reingeht, könnte ich mir ganz gut vorstellen, dadurch, dass wir recht wenig Korrekturpotenzial oder eigentlich kaum Korrekturen gesehen haben in den letzten Wochen. Seit November hat er eigentlich relativ straight durchgezogen, kann ich mir gut vorstellen, dass er vielleicht da so einen kleinen Knack reinkriegt und dann mal wieder ein bisschen dreht. Deswegen wird es interessant jetzt auch zum Dienstag. Also man merkt es langsam, ne? Der DAX wird hier noch weiter mit Shortern gefüttert, aber so langsam wird es ruhiger halt, ne? So langsam werden das weniger, die auch neue Shorts weiter ausbauen. Viele, die vielleicht auch sogar hinwerfen, ne, die sich so Stück für Stück jetzt so irgendwo langsam die Reißleine ziehen. Und wir haben das schon zum Montag so ein bisschen gesagt, ne, also ein bisschen in der Vermutung gehabt, dass er vielleicht zum Montag da mit dieser Freitagskerze halt schon fertig haben könnte oder eben noch so ein kleines Topping draufsetzt. Das hat sich so jetzt nicht bestätigt, ne? Also wenn wir uns mal so erinnern, was haben wir gesagt? Gestern haben wir gesagt, dass hier ein Short Squeeze war und so weiter und so fort. Dass der Markt jetzt nochmal einen Aufwärtsgap bringen könnte, direkt oben reinschlägt und dann hart kontert, nach unten halt, ne? Das kam nicht, weil es kam kein Aufwärtsgap und wir haben gesagt, wenn er aber direkt hier unter 57, 27 drunter macht, dass er von dort halt gute Chancen hätte wegzurutschen. So, hat er weder das eine noch das andere gemacht, er ist schwach reingekommen, hat sich aber super auf der 57 stabilisiert. Also wir haben auch gleich früh im ersten Update eigentlich schon per Mail rumgeschrieben, naja, 57, von 57 jetzt hoch an 8,35 und dann einfach eine Range zur Seite. So, und dann hat man gesagt, jetzt kommen die Amis rein, dann bis 7,45, nee, 75 nochmal runter und dann oben über 8,35 hoch. Das war quasi, also eigentlich war es, das war Lehrbuch, was er gemacht hat halt, ne? Also das, da hat jetzt nicht viel Dolle zu da gehört, um das ein bisschen Intraday dann auch abzuleiten, in dem Moment, wo er halt eben nicht unten hier drunter ist, nicht die 57 und 27 gemacht hat. Und deswegen besprechen wir ja auch immer auf beiden Seiten eben, was muss er tun, um eben das ein oder andere Szenario anzutraden, um das dann letztendlich für sich ausnutzen zu können. So, jetzt haben wir das gesehen. Er ist hier noch immer in dem Fall drin, den wir, glaube ich, vorgestern schon gesetzt hatten. Na, in der Router, die ja noch ein bisschen Platz gibt, bis knapp unter die 15.000. Das wäre natürlich jetzt auf einen Turnaround Tuesday, wäre das eine nette Angelegenheit, da einfach Vormittag nach oben reinzustechen und dann ist es schön unten rauszuwühlen. Aber das klappt eigentlich, also der Turnaround so rum klappt im DAX eher seltener. Das muss man auch dazu sagen. Der Turnaround klappt eher eigentlich besser, wenn er gerade im Fallen ist halt, ne, dass er sich Dienstag dann hochdreht. So dieses typische Turnaround, da kommt es auch eigentlich her, ne, dass er Montag richtig schwach ist und dann hackt er Dienstag nochmal einen drunter und kontert sich dann hart aus und fängt von dort halt auch eine richtig, richtig lange Gegenbewegung wieder an. Das hat man in der anderen Richtung eher seltener. Ja, da sollte man zum Dienstag durchaus ein bisschen aufpassen. Wenn wir ein markantes Vormittagshoch beispielsweise bekommen und der konsolidiert, vielleicht sogar hier um die 9,65, vielleicht klappt das ja, sind ja jetzt nur noch knapp 100 Punkte, und er konsolidiert dann über den Mittag ein bisschen und stößt sich zum Nachmittag nochmal drüber, dann muss man davon ausgehen, dass er bis Tagesende vielleicht sogar noch bis in den Mittwoch rein durchlaufen kann, hoch auf 15, 1,15 und noch weiter, kann er direkt durch. DAX schafft 200, 150, 250, 300 Punkte am Tag, das ist keine Besonderheit für den DAX halt, ne? Da sollte man auf der Oberseite auf jeden Fall nicht zu kurz denken, in dem Moment, wo wir weiter Stärke sehen halt, ne? Sonst handelt man gegen den Trend. So, das zum Trend und auch weiter aufwärts und so weiter und so fort. Stop-Loss, ohne Stop-Loss haben wir die letzten zwei Videos sehr, sehr, sehr viel Zeit zugewidmet. Ich denke, wer da Bedürfnis hat, nochmal eine Tracht Prügel quasi oder eine Klatsche von mir zu bekommen, der kann da einfach sich das von gestern oder vorgestern nochmal anziehen. Ich gehe da jetzt nicht nochmal erneut drauf ein, möchte aber einfach darauf hinweisen, dass wir nach wie vor noch eine starke Trendtendenz hier einfach haben, dass wir auch mit weiteren Aufwärts rechnen müssen, auch mit weiteren Bewegungen und dass auch sehr, sehr viele noch an ihren Shorts festhalten. Man merkt, dass die so Stück für Stück ein bisschen rausgehen, aber so richtig
Na, es ist noch nicht so das, wo ich so sage, da will ich ihn haben. Ich fürchte sogar fast, dass er über die 15.000 dafür muss, damit dieses Umdenken einsetzt, damit die Leute wirklich dann kapitulieren einfach, damit sie sagen, nee, ich habe jetzt keine Fantasie, warum er jetzt noch drehen soll. Und in dem Moment, wo die dann halt alle raus sind, dann fällt er halt auch mal wieder richtig. Und dann fällt er auch mal wieder ein ganzes Stück wahrscheinlich dann halt. Ne? Also in dem Moment, wo er sich dann loslöst, da hat er durchaus auch nochmal Potenziale, hier runterzukommen. Aber das gibt keinen, da gibt es keinen, das muss Marke, da gibt es keine Muss-Marke, wo er drehen kann. Ne? Wir können uns die Mühe machen und so Punkt für Punkt einfach so Marke für Marke auszuloten und zu gucken und zu bewerten. Ich finde zum Beispiel auch die unheimlich interessant, aber das ist halt so die Sache. Wenn er da den Markt nicht bereinigt kriegt, dann sucht er sich eine andere. Es ist halt einfach so, ne? Da haben wir keine Glaskugel und deswegen müssen wir die Trades und die Position so ausrichten, dass uns das nicht Kopf und Kragen kostet halt, ne? Wenn wir dann doch nicht richtig liegen, ne? Und der Markt dann doch einfach weiter in seinem Trend läuft, weil halt einfach die Trendfortsetzung wahrscheinlicher ist, ja? Und von daher ist es immer empfehlenswert, Positionen im Gewinn gerne mal auch ein bisschen liegen zu lassen, Positionen, die aber nicht laufen, wie man sich das vorstellt, auch zügig zu beenden. Und eher, wenn Stärke sich gezeigt wird, den Long zu suchen, wenn man Schwäche sieht, den Short. So, und Schwäche haben wir hier nicht gesehen, das sind durchweg grüne Kerzen eigentlich von Anfang bis Ende. Da dürfte es nicht viel Wenn und Aber geben. Das war, also ich glaube, das war für jeden erkennbar. Da brauche ich nicht viele Worte zu verwenden. Das sollte der, also selbst nach dem Start hat man das gesehen. Ja, vielleicht war der eine oder andere unsicher zum Start. Wir haben bei uns ja auch gesagt, hey, noch ist er nicht drunter und hat jetzt hier erstmal die Wahrscheinlichkeit nach oben und Range und so weiter und so fort. Aber ich glaube, das hat man auch als vielleicht nicht ganz so erfahrener doch gesehen, dass er eben nicht unter 5,57 und eben auch nicht unter 27 gefallen ist. Und das war unsere Bedingung, dass er eben weiter fallen kann. Die hat er nicht erfüllt und von daher hat er das getan, was dann der Trend von ihm weiter verlangt. So, und jetzt können wir eigentlich alles so stehen lassen, das können wir auch mitnehmen. Das bleibt weiter legitim, das bleibt weiter gültig. Ich glaube auch weiterhin, wenn die 27 knapp, die wird jetzt nicht mehr direkt anlaufen, nicht so, das wird jetzt nicht so klappen wie hier. Aber sobald er sich wieder unter 7,50, 7,20 drunter wählt, dann macht er sich wieder Platz auf 6,35 und 5,60 auf. Solange das aber nicht passiert und solange er robust und stabil bleibt, wird natürlich jetzt auch der Bereich dann hier 800, zu 800, letztendlich 8,35, das wird schon zur Unterstützung nach oben halt, ne? Das kann ihn dann schon erstmal wieder aufdrehen, um hier noch das ein oder andere Zielchen zu holen. Passt mir jetzt zum Dienstag ein bisschen auf. Dienstag können ziemliche Gemeindinge manchmal sein, also ich habe früher neben Freitagen, nachdem ich die Freitage gemeistert habe, waren immer so Dienstag so ein bisschen die Tage, die mir am öftesten das Genick gebrochen haben, weil sie einfach doch anders verlaufen sind, wie ich sie erwartet habe. Und deswegen möchte ich ein bisschen warnen auf der Oberseite einfach. Ich bin mir recht sicher, dass hier sehr, sehr, sehr hohes Short-Interesse aufkommen wird, sehr, sehr viele ihre Longs glatt stellen werden. Und den Bereich um die 15.000 shorten und ich rieche es schon fast förmlich kommen, dass der einfach durchrennt und einfach durchsteigt und sich oben irgendwie, keine Ahnung, 15.150 oder vielleicht gleich noch durch da. Das einfach macht halt, ne? Vielleicht sogar ein Aufwärtscap reinbringt. Dann hatte die Leute so und so am Sack. Dann sind die meisten per se handlungsunfähig, weil sie dann eh die ganze Zeit nur Short suchen. Da muss man ein bisschen aufpassen. Also ich glaube, der Dienstag ist schon, der kann ein gefährlicher Tag werden. Da muss man ein bisschen, da sollte man einfach aufpassen, ne? Das habt ein bisschen im Ohr, wenn ihr Stärke seht. Achtet darauf, dass ihr die Stärke nicht shortet, sondern dass ihr wirklich schaut, dass ihr auch Umkehrsignale und Schwäche bekommt, die ihr dann Short aufgreift. Ansonsten kann es passieren, dass er halt einfach durchzieht. Ne? Wie gesagt, ich finde die 9,65 da ganz interessant. Ich nehme aber wahr, dass das eine sehr hohe Attraktivität momentan hat und dass da auch sehr, sehr viele hingucken. Und das klappt halt nicht immer dann, ne? Dass zu viele wollen. Und von daher bin ich ganz gespannt, was das wird. Ich glaube, man kann die antraden. Die 9,65 ist ja auch am Tagesschart oben das obere Bollinger Band. Wenn er dort reagiert, ne, wenn er zeigt, dass er dort runter will, na, ist es jetzt ein bisschen hoch. Ne? Ihr seht das schon, es ist schon ein bisschen hochgerutscht. Aber das wird auch, wenn die Tageskerze jetzt steigt, dann brauchen wir gar nicht drauf gucken, dann steigt das eh. Sollte der jetzt aber fallen, steht es dann auch wieder bei 14,965. Das Band ändert sich halt. Ne? Also, wenn jetzt beispielsweise der Markt macht hier hoch, macht einen Tagesschluss hier unten und fällt wieder zurück, dann dreht sich das Band hier wieder zurück. Ja, also das variiert. Also nicht, man variiert ist jetzt ein bisschen der falsche Begriff, aber es ist nicht starr. Ne? Es zieht sich dann wieder ran.
und dreht sich dann wahrscheinlich sogar ein bisschen ein. Ja, weil es immer wieder den Schnitt der letzten 20 Tage eben darstellt. Also in dem Sinne, der Tageschart, das haben wir gestern schon gesagt, der gibt noch Platz nach oben. Das sieht ganz gut aus. Wir haben jetzt erstmal trotz Abwärtsgap, hat er eigentlich gut ausgekontert. Und ich glaube, das hat er auch nur aus einem Grund gemacht, weil eben ganz, ganz viele sich gefreut haben und schon in die Hände geklatscht haben, dass es doch richtig war, Short zu gehen am Freitag. Und schwuppdiwupp standen die schon wieder im Minus dann. Oder sind einfach wieder weiter von ihren Einständen weggekommen. Ne? Wir haben immer ein bisschen im Hinterkopf, das ist so der Tag, wo hier ganz viele Shorts reingegangen sind, insbesondere in dem Bereich hier. Das ist so ganz typisch, markant, instinktiv einfach. Das nicht, weil die Leute doof sind, sondern das sind Instinkte, die da rauskommen halt. Ne? Und es gibt halt Leute, die handeln noch ihre Instinkte und es gibt Leute, die haben sich drüber hinaus entwickelt und sich gesagt, okay, ich mache nicht mehr das, was 80% der anderen Trader machen, sondern ich versuche mich ein bisschen davon zu lösen, nach Instinkten und nach Reflexen zu traden und mich nicht mehr vom Markt provozieren und reinlocken zu lassen, sondern ich weiß, was ich tue. Und ja, aber Fakt ist, das sitzen noch relativ viele in ihren Positionen, genauso wie hier. Ne? Das sind so zwei Blöcke, ganz typische Blöcke, die einfach dafür sorgen, dass Leute Minus aussetzen. Und solange das sowas steht, ist Risiko oben, ganz klar. Ja, also da muss man wirklich aufpassen. Da kann schon noch sowas kommen wie am Freitag hier. Auch vielleicht als ganze Tageskerze. Also so, wie gesagt, habt das ein bisschen im Ohr, 250, 300 Punkte, das kann DAX locker an einem Tag schaffen, wenn er per Auf, selbst mit Inklu, also ohne das Gap gerechnet, ne? Also von der Tageseröffnung 8 Uhr dann rein. Und habt das Risiko ein bisschen im Blick, bitte. Ich glaube, mehr brauche ich euch hier gar nicht vorbereiten. Die Marken, die sind klar. Das ist die Unterstützung 835, 800. Das ist unten die 57, 27, die fallen müsste, um ein bisschen Platz zu machen noch für weiteres. Und solange er eben grüne Kerzen spuckt, Stärke zeigt, vielleicht sogar einen Aufwärtsgap reinbringt, sind 965 drin und darüber hört die Welt nicht auf. Halt. Das macht euch bitte bewusst, das ist wichtig. Na, damit da nicht so viele wieder ihren Instinkten verfallen und oh, hart erarbeitetes Geld verlieren, das ist einfach schade drum. Muss man ja nicht machen. Na? Also von daher mache ich hier den Cut. Mehr kann ich euch nicht mitgeben. Wir haben einen interessanten Bereich jetzt vor der Flinte. Aber schaut, dass ihr da auch wirklich Umkehrsignale nutzt und das Risiko klar absichert. Ja? Damit es euch nicht so geht wie denen, die hier Short drinne sitzen und hier Short drinne sitzen, die dann einfach immer weiter von wegkommen. Weil diejenigen, und das kann auch jeder bestätigen, der so eine Position hat, die werden immer an der dümmsten Stelle dazu gezwungen, vom Markt dann ihre Position aufzustellen. Die wissen auch selber, wenn sie jetzt rausgehen, dreht der Markt. Und das ist dann auch wirklich so. Und das Ding ist, wenn die noch 100 Punkte warten oder sich noch zusätzliches Geld auf das Konto holen, das ist genau dann trotzdem noch die 100 Punkte, die der macht. Der holt die dann einfach raus, weil er sie für den Fehler bestraft, die sie machen halt. Ne? Das klingt jetzt so, wie als macht der Markt für einen Einzelnen was. Nein, das ist eher mehr diese Instinkte, die haben ja alle. Das sind ganz, ganz viele, die gleichen Trades machen. Und dann denkt jeder, ah, ja. Das macht der Markt jetzt nur für mich persönlich. Im Endeffekt machen 300 andere Leute genau das Gleiche, was derjenige gemacht hat. Ne? Die hauen hier Short rein, da nochmal Short, da nochmal Short, dann hier nochmal Short, hier nochmal Short, stellen vielleicht Take Profits ein, die ein paar Punkte im Plus sind, warten dann, dass sie auf einen Stand kommen. Dann bringt der nächste Tag nicht mal den Einstand, drückt sie weiter nach hinten weg, dann versuchen sie vielleicht Zusatzpositionen reinzumachen und dann wird das Minus immer größer. Und das sind Reflexe, das sind Instinkte, die sind bei allen Menschen gleich halt. Ne? Dann gibt es viele, die das machen und diejenigen, die hackt es immer an der dümmsten Stelle raus. Ne? Die sind selten, ist ganz oft so, dass sie nicht selten im absoluten Hoch, bevor dann wirklich 300, 400, 500, 600 Punkte es runtergeht, dann auch wirklich ausgeschmissen werden. Und das kriegst du nur unterbunden, indem du von vornherein einfach vernünftig handelst. Ne? Mit der Bewegung handelst, Minusposition nicht so lange offen lässt und so weiter und so fort. Nur dann kriegst du es geheilt halt. Ne? Gut, okay, jetzt habe ich doch wieder ein bisschen da rein ausgeführt, aber das ist wichtig einfach, weil das. In so Marktphasen verlieren unheimlich viele Leute richtig viel Geld und dabei ist es relativ einfach zu traden. Ja, es ist relativ einfach zu traden, weil da hakt es ja auch nicht viel kaputt. Wenn du da nicht gegen den Trend drin stehst und du probierst da irgendwo einen Long zu handeln, da ist nicht viel Potenzial, dass der dir kaputt gehen kann, weil ja in der Regel nicht mal ein tieferes Tief ausgebildet wird. Wenn du dann nur unter dem letzten Tief arbeitest, halt, ne, mit der Risikoabsicherung, läufst du von hoch zu hoch zu hoch zu hoch und das ist nicht so schwer.
Na, und dann ist es da deswegen dann gerade schade, wenn da eben viele Leute die Kohle liegen lassen, weil sie Ewigkeiten ihre Shorts aussitzen. Also, in diesem Sinne, bleibt vernünftig, handelt ordentlich, ne, macht Probleme nicht größer oder schlimmer durch noch mehr Einsatz und noch mehr Geld und noch mehr Risiko. Das hilft alles nicht. Abschreiben, Plan machen, Plan durchziehen und wenn es nicht klappt, direkt abschreiben. Ja, und dann klein wieder aufarbeiten, bis man wieder da ist, wo man vorher war, nicht mit einem Trade ausschlagen. Und dann geht es zumindest auf der stabilen Seite vom Depot wieder in die richtige Richtung. Ja, alles andere führt eher zu einem Totalschaden, auf kurz oder lang. Das ist dann nur die Frage der Zeit. Da kommt aber dann keiner drum rum, wenn er nicht vernünftig handelt. Gut, Freunde. Also, in diesem Sinne, ich wünsche euch viel Erfolg zum Dienstag. Habt das Risiko oben ein bisschen im Blick. Schaut da genau, wie die Leute auch drauf sind. Schaut ein bisschen auch, kriegen wir Umkehrsignale oder nicht, wenn er danach weiterarbeitet. Und ansonsten haben wir unten, wie gesagt, die gleichen Marken, die hier wichtig sind. 800, die wird bestimmt Bedeutung bekommen. 835 kann ich mir auch vorstellen. Darf aber nicht zu zeitig angespielt werden. Da muss ich ein bisschen Zeit für lassen. Und ansonsten sind 57 und 27 auch wichtig. Ja. Gut, ich mache dir aus. Ich wünsche euch Spaß, viel Erfolg. Bis morgen. Tschüss.